Zum 40. Mal verlieh die Landeshauptstadt Wiesbaden den Carol-Nachmann-Preis, der am 4. Mai 2012 durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller übergeben wurde. Der Carol-Nachmann-Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden für Rheumatologie 2012 wird verliehen an Herrn Professor Paul Emery für seine wissenschaftlichen Verdienste um die Rheumatologie. Seit 1972 wurde der von der Spielbank gestiftete Preis an 67 international anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben. Die Auszeichnung ist mit 37.500 Euro dotiert und somit einer der höchst dotierten Medizinpreise der Bundesrepublik sowie der höchst dotierte Rheumapreis weltweit. Er dient der Förderung der klinischen, therapeutischen und experimentellen Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Rheumatologie. Professor Paul Emery ist neben der Leitung eines der bedeutendsten Zentren für Rheumatologie in Europa aktiv in unterschiedliche nationale und internationale Gremien involviert. Professor Emery hat bereits vor 2 Jahrzehnten das mit einem Paradigmawechsel verbundene Therapiekonzept entwickelt, Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis so früh wie möglich zu therapieren. I've been to Wiesbaden previously. It's a wonderful city. It's similar to where I live in a way, because I live in a spa town in England. But it's a wonderful city, it's a wonderful prize, and I think there has been great foresight in the trustees investing in rheumatology, because rheumatology affects more people than any other disease and causes more pain and disability and is more treatable actually. Herr Professor Dr. Ernst Feldkeller von der Technischen Universität München war auf den Gebieten der Physik und Elektrotechnik international wissenschaftlich aktiv. Er erhält die Carol-Nachmann-Medaille 2012 für seine über 30-jährigen Verdienste auf dem Gebiet der Rheumatologie. Medaille. Das hat Sie sehr gefreut. Ja, auch überrascht. Denn als Nichtmediziner erwartet man es ja nicht gerade, dass man eine solche medizinische Medaille überreicht bekommt. Ist es überhaupt überraschend, dass Sie in einem Teich von Medizinern schwimmen, der an sich nur Medizinern vorbehalten ist? Ja, da habe ich so eine Art Mittlerrolle. Ich bin Wissenschaftler und bin Patient. Kann also nachvollziehen, was Patienten wissen wollen. Aber bin auf der anderen Seite als Wissenschaftler doch einigermaßen in der Lage, wissenschaftliche Literatur zu lesen und die dann aus der Perspektive des Patienten ins Patientendeutsch zu übersetzen und dadurch meinen Mitpatienten zugänglich zu machen. Herr Dr. Müller, Carol-Nachmann-Preis, ein guter Preis, den Wiesbaden zu vergeben hat? Ja, es ist einer der am höchsten dotiertesten Medizinpreise überhaupt. Und der am höchsten dotierte Preis weltweit für Rheumatologie. Allein das drückt den Stellenwert des Preises aus. Und für die Landeshauptstadt Wiesbaden, die natürlich eng mit der Thematik Rheuma, Rheumakliniken, Kurstadt verbunden ist, ein wichtiger Tag und ein wichtiger Preis.